Frau Häuptli, eigentlich haben Sie alles richtig gemacht heute. Super gespielt, immer dominiert. Der Sieg mit dem 2-Goal-Unterschied, den man wollte. Und doch hat es dir knapp nicht gelangt. Wie fest wurmt er in diesem Teil? Ja, heute ist taktisch alles aufgegangen. Wir haben Norwegerinnen überrascht und zuerst mal mit einer Dreierkette gespielt. Gegen ihr das 4-4-2, das hat super funktioniert. Wir gehen gerade in Führung durch den Standard. Wir haben drei Standardvarianten trainiert, die gesessen sind. Dann hat der Kopf gedreht. Also es ist alles aufgegangen. Nach der Pause haben wir umgestellt auf ein 4-3-3, weil sie nur noch mit einer Spitze gespielt haben. Wir haben sie nachher ein bisschen stabilisiert in einem 4-2-3-1, wo wir 2-0 am Führen waren. Und dann haben wir leider ein dummes Gegengoal über. Wir haben aber nachher auch gewusst, die Franzosen haben jetzt 1-1 gemacht, wir müssen unbedingt noch mal ein Goal haben, falls die gewinnen. Und haben noch mal umgestellt auf die 3-Kette, machen nachher ein 3-1. Also wir haben einfach heute unseren Job gemacht und den haben wir hervorragend gemacht. Sie haben es angesprochen, die Standards, die sind, haben heute die Eckbälle gesessen. In den letzten Matchen haben sie eigentlich gegen Teams gespielt, die Standards nicht so gut verteidigt wie Norwegen. Und trotzdem hat es die knapp nicht geschafft. Haben Sie heute extra speziell auf diesen Match drauf geschafft? Ja, wir haben immer spezifische Standardsvarianten auf Antworten gegen die Verteidigung des Gegners, gegen unsere Standards. Und ja, manchmal braucht es einfach auch die Qualität der Bau, die wir heute haben. Wir dürfen sogar noch einen zweiten oder dritten machen auf die Corner-Variante. Jetzt haben Sie leider hier schon vorbei, fertig für das Turnier, Heimturnier, aber Sie haben gesehen, heute 1600 Leute, es zog 2000 Leute, heute wieder 1600. Wie fest freut man sich, wenn man so ein Land kann begeistern kann, mitten in der Sommerferien, für Frauenfußball, für die U19, die hat können beweisen, dass sie eigentlich wirklich gut kann shooten? Ja, wir haben einerseits sportliche Ziele, die wir leider nicht erreicht mit dem Halbfinaleinzug. Aber wie ihr sagt, ich glaube, uns ist es gelungen, die Leute zu begeistern. Wir hatten über 5'000 Zuschauer an diesen drei Matchen. Eine Wahnsinnsstimmung. Unsere Performance war aber auch entsprechend, dass wir die Leute können mit uns reissen konnten. Und mich hat es berührt als Cheftrainer. Ja. Und ich glaube, das ist irgendwo, dann, wenn man mit Distanz zurückschauen kann, ist das Wichtigste auch, dass man den Weg begangen ist als Team. Wir haben uns wahnsinnig entwickelt in den letzten Monaten. Wir haben verletzte Spielerinnen von der A-Nazi dazugekommen. Und ich glaube, die Entwicklung von dem Team, das macht mich besonders stolz. Und die Flexibilität taktisch. Also was sie heute geboten haben, das war hohes Niveau gewesen und es ist alles aufgegangen. Jetzt nach der EM, ist vor der EM. Ich rede von der EM 2021 mit dem A-Nationalteam. Da haben Sie wirklich Spielerinnen da, die wir wahrscheinlich dann an diesem Turnier werden dort wieder sehen. Oder wie haben Sie das Gefühl? Ja, zuerst wenn wir mal jetzt nächsten Sommer die WM spielen in Frankreich. Es ist ja Weltmeisterschaften. Wir haben mit dem A-Nationalteam noch zwei Spiele gegen Polen und Schottland Anfang September. Und wenn wir eins von gewinnen, sind wir dabei. Also das ist mal der erste Fokus. Und ich habe das Gefühl, die eine oder andere von diesen Spielerinnen hier wird dann schon ein Thema werden. Geraldine Reuterler und Alicia Lehmann sind ja schon dabei. Genau. Und ich glaube, wenn man heute gesehen hat, Rahel Job, Malin Gut, auf welchem Niveau die spielen, auch Torhüterin, die werden sehr schnell ein Thema werden hier oben. Okay, dann freuen wir uns auf die WM 2019 und werde ich Sie noch mal darauf ansprechen, wie viele von Ihnen dann tatsächlich den Weg geschafft haben. Danke für das Turnier. Frau Reuterler, Sie haben gefunden, Sie verabschieden sich von der Schweizer Stadion jetzt mit einer Top-Leistung, oder? Ja, also ich glaube, wir als Team haben mega eine Top-Leistung angebracht. Wir haben super gespielt, wir haben das umgesetzt, was unsere Trainerin von uns wollte. Wir haben Goal geschossen in den ersten paar Minuten, das haben wir auch wollen. Wir haben Standards-Goal gemacht, das haben wir auch wollen. Ja, schlussendlich ist für uns im letzten Spiel fast alles aufgegangen. Leider halt den Gegner nicht ganz so, wie wir erhofft haben. Und jetzt sind wir halt leider draußen. Ja. Ich mache das eigentlich nicht gerne, aber ich muss noch mal sagen, Sie haben auch eine super Leistung gebracht. Wir haben das letzte Mal über Positionen gefragt. Und heute haben Sie genau gewusst, was mache ich in dieser Position. Das Tempo verändert dann, wenn es braucht, hat die Bälle gespielt, die es braucht. Und sind halt immer wieder vorne auftaucht und haben nicht nur für Gefahr gesorgt, sondern dann auch zwei Goal geschossen. Wie wichtig ist das an so einem Heimturnier vor so vielen Leuten? Ja, also, ja, ich bin recht zufrieden mit meiner Leistung, stimmt, ja. Aber schlussendlich kommt das ja nicht von allein. Ich brauche gleich das Team um mich herum, dass ich selber auch eine gute Leistung machen kann.
Und die Stimmung mit dem Publikum hat natürlich auch mega geholfen. Die haben auch immer voll angefangen, oder wie sagen wir dem? Angeführt, genau. Und das hat natürlich auch mega geholfen. Jetzt nach der EM ist auch vor der EM, ich rede natürlich von der EM 2021, dann werden viele von ihren Spielkolleginnen heute wahrscheinlich wie sie auch dann im A-Team sein. Haben sie das Gefühl, da wird extrem viel Qualität nachkommen und sie können in den nächsten paar Turnieren eigentlich viel zählen auf ein Top-Team um sie herum zum Goalschießen. Ja, also wir haben einen mega guten Nachwuchs, wie man auch hier sieht. Wir haben auch 0-2 dabei gehabt, die es mega super gemacht haben. Und ja, die Schweiz hat wirklich einen super Nachwuchs und das wird uns auch nächstes Jahr für die WM und für jede EM und WM, die noch kommt, wird das uns sicher mega viel helfen. Ja. Jetzt haben wir Ende Juli und für Sie heisst das einen Umzug planen. Auf Deutschland ziehen, freuen Sie sich jetzt auf die neue Rolle dort in Frankfurt? Was geht jetzt in Ihrem Herzen ab? Ja, ich freue mich mega, ja, mal etwas Neues. Aber irgendwie ist es noch, ich habe jetzt ja noch 10 Tage Pause. Es fühlt sich irgendwie noch so weit weg, darum ist es schwierig zu sagen. Aber ja, ich freue mich. Ich genieße jetzt aber zuerst mal die Ferien und nachher freue ich mich auf einen neuen Lebensabschnitt. Ja. Danke vielmals. Frau Lehmann, zum Abschied in der Heim-EM nochmal eine gute Leistung von Ihnen und vom ganzen Team. Wie haben Sie den Match erlebt? Ja, es war sicher ein Kampf gewesen, der Match zum Abschluss. Und ich denke, wir haben alles gegeben. Und jetzt so die EM gut abschließen. Es ist halt einfach schade, dass wir uns nicht qualifizieren konnten. Im Team war klar, wir schaffen das eigentlich. Man hat gesehen, sie haben nie auf die Seitenlinie geschaut oder gehofft, was läuft im anderen Match. Ihr wollt einfach den Match gewinnen. Wieso ist es dann gleich einmal kurz ein eng geworden, wo Norwegen das Goal schießt und ein bisschen hoch bekommt? Ja, ich denke, wir haben vielleicht kurz aufpassen und dann haben wir auch das Goal bekommen. Aber wir haben gewusst, wir werden den Match noch gewinnen und wir werden es eigentlich schaffen. Jetzt hat auch Spanien gewonnen und wegen dem haben wir es nicht geschafft. Aber unser Ziel ist, mit 2 Unterschied zu gewinnen und das haben wir schlussendlich auch geschafft. Für Alicia Lehmann geht ja die Story der Nationalmannschaft weiter. Sie sind ja in der Pole Position, um nächstes Jahr eine von den Spielerinnen aus dem Team zu sein, die an der WM wird spielen. Wenn Sie jetzt aber schon an die EM 2021 würden schauen, denken Sie, viele von Ihren Spielpartnerinnen werden den Sprung wie Sie auch schaffen, das nächste Team in der Nazi? Also das ist eigentlich eine gute Frage, aber ja, das... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja. Andere Frage, wie sehen Sie die nächste Saison jetzt mit IB? Sind Sie dort schon dran denken oder muss zuerst noch der Frost von diesem Match verarbeitet werden? Also ich werde den Club eigentlich wechseln, also ich werde nicht bei IB spielen, aber es ist noch nicht offiziell woher. Okay, gut, dann freuen wir uns auf den. Merci vielmals. Frau Gut, als Captain von so einem Team kann man nach dieser Leistung eigentlich sehr, sehr stolz sein, oder? Ja, definitiv. Ich glaube, wir haben heute nochmal alles gezeigt, was wir drauf haben. Wir sind wirklich nochmal an unsere Grenzen gegangen, haben alles gemacht, um unseren Job heute zu machen, damit wir den Sieg holen. Wir haben auch gewusst, wir müssen hoch gehen. Wir haben 3 Goal geschossen heute. Das bin ich auch sehr stolz drauf. Und ja, ich glaube, wir dürfen da wirklich stolz sein, auch wenn wir jetzt die Qualifikation für den Halbfinale nicht geschafft haben. Aber ja, ich bin sehr stolz aufs Team. Auf der Liste der Assistgeber an diesem Turnier sind Sie ja auch ein Spürchen weiter raufgerutscht, die Eckball. Es ist ein bisschen ungewohnt, dass eine Innenverteidigerin die schiessen geht, aber was überlegen Sie jeweils, wenn Sie durch den ganzen Platz säckeln und dann die perfekte Ball spielen? Ja, ich glaube, wir haben sehr viel auch in die Eckball investiert jetzt in diesem Turnier. Darum bin ich sehr froh, dass wir jetzt auch ein bisschen die Belohnung dafür bekommen haben. Ja, es ist klar, wir haben einfach mich zu der erkoren, wo die Standards schiessen dürfen. Ja, wir haben Varianten gehabt, wir haben die heute können perfekt ausspielen und auch 2 Goal machen, was mich sehr freut. Darum, ja. Es muss ein spezielles Gefühl sein, natürlich im Frauenfußball noch viel mehr. Wir haben daheim EM und es kommen heute 1600 zu Zug, über 2000. Das letzte Mal auch hier in Wolle wieder 1500. Wie fühlt sich das an? Klopft das Herz denn stärker? Ja, definitiv. Also ich glaube schon nur, wenn man in das Stadion einläuft, nachher die Hymne singen vor so vielen Leuten, das ist ein unglaubliches Gefühl. Wir haben immer gewusst, es wird die Heim-EM vor Familie und Freunden, aber dass es wirklich so schön wird, das hat nicht mal ich mehr erträumen lassen. Also auch wirklich die Stimmung, sie haben immer Stimmung gemacht. Es sind so viele gekommen, wo man nicht mal erwartet hätte. Also es ist
ja, ich glaube, das ist etwas, das ich mitnehmen werde, das ich sicher nie werde vergessen werde. Ja, unglaubliche Stimmung und wir sind sehr dankbar für das. Nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Sie haben eng mit der Frau Voss-Tecklenburg gearbeitet. Die geht natürlich aber mit dem ganzen Staff. Glauben Sie, die WM ist ganz, ganz, ganz fest näher gerückt für Sie, oder? Ja, das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ich glaube, ich kann zufrieden sein mit dem Turnier, das ich gespielt habe. Das war jetzt für mich auch einfach der Fokus, gewesen, wirklich das Turnier jetzt. Und alles, was jetzt in der Zukunft kommt, schauen wir dann und freue mich darauf, ja. Jetzt kommen die Ferien und dann geht es wieder los mit dem FC Zürich und mit der Champions League. Dort wollen Sie natürlich wieder international auftrumpfen. Was ist Ihre Prognose für die Saison oder haben Sie das Gefühl, jetzt brauche ich zuerst mal eine Zeit für mich? Ja, ich glaube, es geht jetzt schon zuerst mal eine Woche in die Ferien. Irgendwo ein bisschen abschalten, weil es ist schon recht intensiv, so eine EM muss zuerst ein bisschen oben runterkommen. Aber nachher freue ich mich sehr auf die Saison. Wir haben wieder ein bisschen Veränderungen, neue Trainer. Ich glaube, es gibt wieder frischen Wind ins Team. Und wir haben wieder eine riesige Qualität im Team. Und ich bin sicher, dass wir eine super Saison werden spielen. Danke vielmals.